Oh mein Gott! Oh mein Gott! Juli! Juli! Ah! Ah! Oh, Stimme! Das werden wir wahrscheinlich ganz oft hören. Hallo Freunde! Herzlich willkommen zu Pokémon Let's Go Evoli! Ah, ich liebe das kleine Ding. Okay. Oh, sogar alles andere Farben, cool. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf dieses Spiel gefreut. Ich weiß, dass es nicht kein Haupttitel von Pokémon ist, aber es ist so gut. Ich bin Kanto-Kind. Also, ja. Mehr brauche ich eigentlich dazu gar nicht mehr zu sagen. Ich meine, auf Deutsch? Ich meine, Sonne, Mond habe ich auf Englisch. Ah, oh, süß! Habe ich auf Englisch gespielt, weil ich die Pokémon noch scheiße fand. Aber, das ist natürlich hier eine ganz andere Geschichte. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Du hast schon ein Pokémon neben dir. Wieso holst du jetzt ein anderes raus? Die Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Oh. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Ha, ha. Da brabbelt einfach weiter. Ha. Egal. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl ich mir erstmal was über dich. Oh, ah, wie... Character Customization! Ah, ich liebe es. Okay, alte Tradition von mir, ich spiele natürlich das Mädel. Wie sie es mir damals gesagt haben zu Pokémon, dem Manga und den Spielen und so weiter. Wir brauchen das Eye Candy. Die 10-jährigen Eye Candy Mädels. Das haben sie wirklich gesagt. Okay. Ich mag lieber so einen leichten Teint. Deswegen gehe ich damit. Ich hoffe, man kann noch die Haarfarbe ändern irgendwann später, aber selbst wenn nicht, das ist mein To-Go. Das ist mein Skin. Ich habe auch eigentlich eine Tradition, meinen Charakter immer Makoto zu nennen. Weil irgendwie die meisten meiner Lieblingscharaktere heißen alle Makoto. Ah, was soll ich machen? Ah ja, es ist eh mein Spiel, egal. Warte mal. So ungewohnt, ich mach das so selten hier mit Controller und so weiter. Makoto. Yep. Ich meine, ich hätte sie ja auch so genannt und so aussehen lassen, selbst wenn ich es nicht für ein Let's Play gewesen wäre. Ja, Juli! Oh nein, du! Deine Augen sind viel zu spitz für der freundliche Rivale. Dieser junge Mann, den kennst du, oder? Klar kennst du ihn! Schließlich ist er schon von Kindesbein an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wieso rollt das er auf einmal so? Wer ist ja noch gleich? Wer ist der kleine Penner? Wie lautet man als Rivalen? Da habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Weil es ist ja nicht Gary. Es ist nicht Gary, es ist nicht Blue. Es ist auch nicht Silver. Wie nennt man einen Charakter, den man nicht mag? Nenn ihn Blurb. Ohne Scheiß, nenn ihn Blurb. Weil ist ja gerade eben ein bisschen verschwommen mit der Grund. Im Englischen heißt das Blur. Wir sind nämlich Blurb. Blurb. Ja, ist also Blurb. Ja. Natürlich, das ist Blurb. Wie konnte ich es nur vergessen? Weil ich nicht näher als ich gesagt bin. Es ist Zeit, Makoto. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich.
Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Okay. Woo! Springen wir wieder raus aus dem Fernseher. Wow, wow. Das ist ein bisschen Meta. Ich habe auch einen großen Fernseher gerade vor mir. Scheiße, ich habe Hände. Und ich sehe heiß aus. Wie ist das mit... Das ist überhaupt ein sehr komischer Platz für einen dicken Fernseher. Und die Fernbedienung ist so groß wie mein... So lang wie mein Kopf groß ist, ey. Oh, das sieht doch gut aus. Okay, keine Kastenbewegung, sondern richtig schön über Sonne, Mond. 360 Grad Bewegungen. Wunderbar. Oh, das Poster! Gengar gegen Nidorino. Oh. Super Lucy Evoli Puppe. Yay! Und es ist meiner. Liebe von Blurb. Immer Code. Hier ist genau das Wichtigste, was du im Trainer wissen musst. Mit vielen Leuten zu sprechen, musst du A-Knoten drücken. Neige den Stick, wenn du rennen willst. Ich glaube, ich halte das Ding nur noch horizontal. Spielmenü und Spiel speichern auf X. Okay. Sehen wir uns morgen? Ja, dein Blurb. Oh, stylisch. Weil ich natürlich das. Das gefällt mir. Du hast das Spiel gespeichert. Alabastia. Oh. Wahrscheinlich für Online-Kämpfer. Pokémon und so. Okay, dann kann ich sonst nichts machen. Ich habe ja keine Pokémon. Ich bin's! Schon wenn man runter, ich komme hoch. Na, wesen kündet er sich an, bevor er mein Zimmer reinrennt. Das ist ein Zimmer eines Mädchen, du Penner! Was nicht mal eine Tür hat. Da rennt man nicht einfach rein. Oh, Makoto. Schau es auch verdutzt aus der Wäsche. Bist du noch nicht ganz wach? Überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Da können wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Der erste Tag als Pokémon-Trainer. Oh, es kommt, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sekunde. Hast du mein Video von gestern gesehen? Wenn nicht, ließ. Nee, ich kam dir schon mal weit voraus, du Penner. Aber auch so einen großen Fernseher. Hey! Mami ist ja genauso dunkel wie ich. Perfekt, das ist super. Sag mal, hast du nicht einen Termin mit Fresser? Ich wollte mit dem Pokémon abholen gehen. Ja, die Nervensäge war schon da. Also, ich find's gut. Von der Grafik her und so weiter. Es ist nicht so ein realistischer Kram und so weiter, aber es ist gut. Es sieht nicht schlecht aus. Es ist kein Ultra HD, wie man es ja gerne hätte. Sowas kriegen wir wahrscheinlich bei Generation 8, also. Ich bin einfach schon so lange, bis sie mega stark sind, können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ja, klar. Hey, Blab! Na gut, was ist euch anscheinend nicht da? Meinst du, die Pokémon, die wir bekommen, stecken in den Pokébällen? Das kann kaum erwarten. Da fehlt schon einer. Hast du den Pokémon schon geklaut? Ich hab dich im Visier. Dann gehen wir mal ins hohe Gras. Oh, da ist er ja. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, auch euch Tausende besser zu verstehen. Macht's gut! So funktioniert es leider nicht. Oh, Jan, das ist nicht Mako durch. Ach, stimmt ja, ich hatte versprochen, dir ein Blurper, ja, erstes Pokémon zu geben. Lass uns doch gleich mal ins Labor gehen. Oh,
Nein, will jetzt Evoli erscheinen. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli herumtrat. Ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Normalerweise kriegt man die nur im Casino. Ich würde diese Gelegenheit nutzen und versuche das Pokémon zu fangen. Du musst mir gut zielen und ein Pokéball auf mich werfen. Mit dem Joy-Con horizontal Richtung des Pokéball und Büschen aus. Falte den Joy-Con auf. Ausgelegt und drücke den A-Kopf zum Ziel. Schwingen und Joy-Con, um Pokéball zu werfen. Ja klar. Volltreffer. 1, 2, 3. Enk. 1. Geborener Pokémon Master, ich sag's doch immer. Wuhu. 1. Einfach hervorragender Wurf. Kann ich glauben, dass es dein allererster Fang war? Jetzt muss ich den Pokémon nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinen Evoli sogar einen Spitznamen geben. What? Okay. Sehr sprunghaft. Das ist aber ein lehrhaftes Kerlchen. Ich voll höher. What? Hey, warte doch, komm zurück. Okay. Ah, du hast den Popo wieder zurückgelegt. Ich bin stolz auf dich. Du Dieb! Professor! Wenn Sie mir erklären, warum wir auf einmal mit 3 Pokémon liegen, ich könnte schwören, es waren gerade nur 2. Schicken kleine Ausreißer also. Schön. Ah. Falsche Stimme. Ich schätze, im dritten Pokémon befindet sich das Evoli, das Makoto eben gefangen hat. Was, echt? What? What? Wer hätt's gedacht? Wow, hab ich jetzt gesehen. Dieses Pokémon ist wirklich quick lebendig. Ja, auch scheiße, wenn es tot wäre. Los, Makoto, heb den Pokémon auf, halt ihn. Und halte ihn dieses Mal ganz fest in der Hand. Komm her, ich zeig dir, wie man das macht. Oh. Oh, 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 oh. Ich liebe Evolis Stimme! Oh mein Gott! Es ist so süß! Yay! Ein Evoli-Starter! Und sie können es nicht entwickeln! Yay! Aber ist mir egal. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Wartet mal. So weit habe ich nicht gedacht. Mist. Warte mal. Shit, dich hätte ich mal Koto nennen können. Dann nenne ich dich Zero. Es ist sowieso ein männliches Evoli. Kann ich gerade nicht sehen. Bei Pikachu ist es einfacher zu sehen. Ich glaube, es ist ein männliches Evoli. Dann nenne ich dich Zero. From Zero to Hero. Zero. Dank. Zero hat ein Team aufgenommen. Yay. Ich nehme das Pokémon hier, Professor. Pikachu. Na, aber klar. Und welche arme Seele befindet sich da drin? Das ist nicht bekannt. Oh. Oh, ist es doch weiblich? Oh, doch, die Schwanzspitze. Okay, es ist doch weiblich. Okay, mir egal. Umso besser. Gefällt mir auch. Ein Trainer neu, den ersten Pokémon eigenhändig fängt. So etwas habe ich selbst noch nie erlebt. Ich bin halt einzigartig. Oh, was jetzt?
Oh, einen Moment. Die Sachen gebe ich ja dann auch. Habt ihr richtigen Puppen? Wo ihr richtige Puppenträger seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf euren Reisen mitnimmt. Ich weiß auch ganz genau, was er mir jetzt gibt. Aber irgendwann diese Hieroglyphen im Hintergrund mal entziffern? Ich finde, das können die alle. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Ja, und dann automatisch Daten zu den Pucken aufgezeichnet, die mir auf euren Abenteuer begegnet. Das ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Ein Buch, was sich selbst schreibt. Yay. Hier, Makoto und Burp. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Genau, schenk mal einmal 10-jährigen Hightech-Geräte. Das ist, als wenn du einen 10-jährigen iPhone 10 gibst und es in der nächsten Ecke zum Schluss landet. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasster Pokémon wird erst, wenn es gefangen wird. Ich halt also nicht nur gesehen zu haben. Ich traue schon lange Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Da muss ich leider enttäuschen, Professor, weil in dieser Edition sind nicht alle Pokémon. Nicht mal die ersten 151 sind hier komplett alle drin. Nehmen wir zusätzlich Pokémon in dieser Welt. Jeder Griffbereich bereit. Ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Wie viel haben wir noch mittlerweile? 608? Das macht man auch nicht mehr in den Alter. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass jetzt mal mein Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Ich kann einfach sagen, weil ich vielleicht einfach zu faul dafür bin. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Ja, Geschichte, die schon mehrere Milliarden Mal geschrieben wurde. Also macht euch auf den Weg, Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf die Reise so viel Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mach mich gleich um die Socken. Hier ist bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich jetzt mit später. Aber ich kann ihn nicht leiden. Ivoli! Ich halte Gesicht an. Jesus! Jesus! Ah! Hi, Muttern! Da ist ja ein süßes Pokémon. Hab ich mir schon Professor Eich geschenkt. Moment. Was sagst du da? Du hast es allein gefangen? Oh mein Gott, ich bin sprachlos. Du bist und bleibst meine Tochter. Super. Zero. Oh, Olli. Ah, sie ist. Ganz schön lebhaft. Die beiden werden sie hinten an mir stützen. Hab ich recht? Ich wusste, dass der Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich vorbereitet. Yay, ich hab eine Karte. Wenn du wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich dir eine gute Reise. Pass auf euch auf. Hat sie mich gerade aus dem Haus geworfen? Du hast ein Pokémon? Hier ist eine Karte. Tschüss. Na dann. Schon das erste Versionsexklusive. Boink. Ein Knuffenser. Oh, die Mucke. WP9. Das ist noch weniger, als die Pokémon Go haben können, ey. Okay. Ah, du Stück Scheiße. Und eine Himbeere. Himbeeren sind immer gut. 18 Erfahrungspunkte erhalten. Wunderbärchen. Ein Knuffenwer soll einen Tunnel angelegen. Knuffenwerbezirk bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Ist. Er nennt sich für einen kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Du frisst Raupis! Wurde ein Team aufgenommen. Je.
Papier. Was ist... Ah, so wollte ich es schon immer damals haben. Ja. Yeah. Yeah. Also eine leichte Verzögerung irgendwie. Ist das so drin? Keine Ahnung. Meins. Meins. 20 Erfahrungspunkte. Nice. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ansehen. Animation abspielen. Na geil. Ah! Okay. Da wurde ein Team aufgenommen. Das Team. Welches Level haben sie denn? 5, 3 und 4. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Wartet mal. Beutel? Wie viele Pokébälle habe ich eigentlich? Pokémon, TM, Bonbon, Klamotten. Fangtasche. Wow, ich hatte 50! Sweet. Bonbonglas, Karte, Klamottenkoffer, Kampftasche, Stärkungstasche, TM, Medizin, Pokémon-Box. Precious. Meins. Level 4. Einfach fabelhaft! Woo! Boink. Da. 40 Erfahrungspunkte! Wie geil! Und gleich ein Level up. Zero Arbeit Level 6. Und ein Rückzug-Keeper. Oh, ein Wachstum. Nice. Und ein Windstoß. Perfekt. Oh, ich finde cool, dass sie die alten Sprites dafür benutzen. Ah, wie cool. Es kann mit seinen zwei Nagelzähnen alles und jeden an. Stößt man. Ah, jetzt findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Oh, nein. Ich meine, für Pokémon Go ist es jetzt gut und so weiter, wenn man ein absolut übelst starkes Radikaler zum Schluss haben will, aber dennoch. Wie so viel kannst du bis längst davor runterhüpfen? Way! Man will es Tuxi. So nenne ich es immer, wenn ich es begegne bei Pokémon Go. Ein. So weit. Lebhaftes Kerlchen bist du. Wow! Je nachdem, wie jetzt. Was jetzt stärker ist und so weiter, werde ich natürlich eins davon jetzt wahrscheinlich wegschicken. Oft wird sogar angezeigt, wie viel ich davon schon gefangen habe. Okay. Okay. Ach, da muss ich. Muss ich so rein. Okay. Mal lasse ich das mal im Team drin. Bis ich ein richtiges Team als zusammengestellt habe. Möchtest du es ansprechen? Ja. Ah, es ist süß. Es ist so süß. Oh. Was ist da? Hm?
Was hat eine Himbeere da gefunden? Wenn wir es richtig sagen, boah, was hast du für ein cooles Pokémon? Okay. Tipps für Trainer. Pokémon ausgeben, kannst du den Pokémon selber welche kaufen. Yay. Geld ausgeben. Okay, warte mal, das ist Pokémon Center. Gib mir mal ins Center, auch wenn es gerade nichts bringt. Hallo Schwester Joy! Ihr seid aber unsere Maschine wird gerade gewartet. What? Was ist das für ein Service hier? Für was bezahle ich? Ah, nee, warte mal, das ist ja alles gratis. Okay. Lesematerialien. Fancy. Mit Hilfe von Geheimtätigen kannst du auch Sträucher aus dem Weg räumen oder in dunkle Höhlen sehen. Praktisch in jeder Lebenslage. Ja, wir lernen noch heute eine geheime Technik. Yay! Jetzt erfüllst du ein kostenloses Teil. Hast du schon mal gegen einen Trainer gekämpft? Ein kleiner Tipp, wenn du die Initiative deines Pokémon größer hast. Ja, genau. Ist der eine schneller, ist der andere langsamer. Das versteht sie von alleine. Warte mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist Team Rocket! Shoot! Oh, und sie sagt was. Oh mein Gott! Wieso? Wieso jaust du mich an? Wieso sagst du nichts? Guck durch dieses Haar an. Ist es nicht wunderschön? Du willst hier durch? Ja, Pech gehabt. Dieser Weg ist gesperrt. Wir halten gerade Wache und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Weißt du aber nur das? Du hast vergessen, mich Knurps zu nennen. Wenn schon, mach das richtig. Was für Knurps sind? Okay, gut genug. Er hat's gesagt. Mach, dass du wegkommst, und zwar Dali! Oh, James. Was haben wir hier eigentlich? Ach ja, hier ist die Trainerschule. Nope. Oh, hi! Hallo, kommen Sie alle was hier, oder? Sieht ihr mit Professor A? Ich sehe eben meine Bestellung für ihn ein. Ach, ja, genau. Warum spielen wir erstmal auf, Bursche? Momentane Teleportation! Sind wir hier bei Dragon Ball? Hallo Makoto, na, wie stehst du dich mit deinem Evoli? Nanu? Was? Jetzt tötet es mich. Was? Nein, aber da staune ich selbst. Ich war ja, sag ich doch, schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst das Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Weil ein Evoli auf meinem Kopf sitzt? Okay. Vielleicht kommt da sein Talent irgendwie auf mich rüber. Oder ihr Talent, wir sind hier beides Mädels. Oh, hast du einfach was für mich? Weil. Oh, jetzt verstehe ich! Weil ich den weiblichen Charakter genommen habe, ist mein Pokémon-Partner auch weiblich. Jetzt verstehe ich. Obwohl. Ich muss noch mal gucken, ganz am Anfang des Videos, ob das, bevor ich überhaupt für mich für irgendwas hier entschieden habe, ob das auch schon weiblich war. Okay. Ah, mein Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du die Mühe gemacht hast, sie mir extra vorbeizubringen. Professor, hi, Professor, mein Katschan und Sack. Wie cool ist das denn? Ja, ich bin halt. Ich bin halt in ganz andere Liga als du. Ist eben einfach so an die hochgeklettert? Ja, es ist halt einzigartig.
Bob. Nun komme ich gerade richtig. Ich habe eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Was? Himbeeren. Ja, die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Musst du einem Pokémon ein Himbeere zu, bevor du es mit dem Pokémon anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen wir es doch gleich, hätte die Beere beinahe selbst gemampft. Du bist ja auch so ein Vollidiot. Dann wäre es auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besondere sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtige ist, dass ihr Spaß habt. Wieso kriege ich eine Himbeere von dir? Ich habe einen im Wildnis gefunden. Augenblick. Was willst du, hässiger Sack? Das Trainerdasein besteht nicht nur aus Fangen von Pokémon. Trainertagen untereinander nehmen die auch Kämpfe mit ihnen aus. Zeig dir mal, wie das geht. Kämpfen wir. Im Labor! Du bist genauso schlimm wie Gary. Oh, der Blurb voll dir aus. Pikachu! Das ist nur ein Pokémon. Mach auch zu lieb. Bitte mal als erstes. Wie kannst du es wagen? Und gleich paralysiert. War klar, das ist ja mein Glück. Oh, die Mucke ist gut. Ja, yeah, Bonk! Aus dem Maul. Level 7! Beste Pokémon-Team zu sein, auch Erfahrungspunkte. Den er blablabla besiegt. Wie war ich? Hab verloren. Du bist ja auch so eine Vollnull. Und gib mir dein Geld. Oh Mann, ich hätte den Mund nicht so bloß wie so voll nehmen genommen. Wie peinlich. Haha, du bist ja auch so peinlich. Ich hätte meinen Pokémon vor dem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bei mir wieder wiederholen. Nein, war ja ein echter Kampf. Dein Partner Evoli hat dich gar nicht ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Danke und tschüss. Oh, ich hoffe, ich muss diese Nervensäge nicht so bald wiedersehen. Was mache ich jetzt mit meinem paralysierten Evoli? Oh. Okay. Es scheint irgendwie nicht paralysiert zu sein. Oder? Elmo? Elmo? Oh, das ist so süß! Okay, anscheinend ist die... geht das nach dem Kampf wieder weg. Oh mein Gott! Wenn ich so auf die Sitze sind zwei richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Wir haben Klamotten gekriegt! Wenn du dieses Set anziehst, könnt ihr mit dem Partnerlook auf Reisen gehen. Oh nee. Oh. Ah, das ist es! Ah, das ist es! Ich mag sie auf dem Kopf, okay. Okay, mag lieber an der Brust gewuschelt zu werden. Ach, oh, ich kann dir eine Beere geben. Für deinen Pokémon Beeren, Joy-Con. Hilfe der Zeit.
Oh. Heute habe jemand eine Aufmerksamkeit. Mit X mit Zero spielen. Ah, cool. Mit Zero spielen, wann immer du willst. Ich spiele mit dir den Rest des Tages. Okay, wartet mal. Beutel, Klamottenkoffer. Okay. Ach stimmt, mein Outfit kann ich auch wechseln. Kopfbedeckung, sportliche Kappe. Oh, man sieht das Oberteil kaum wegen dem Plüsch. das ist genau das, was ich immer damals haben wollte. Oh, hi! Du warst vorher noch nicht hier. Ja, Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items, wenn du vorbeischauen kannst. Also was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Geschenk. Hier bitte. Yay, ich habe einen Trank gekriegt. Wenn Trainer gegeneinander antreten, kommt es vor, dass Pokémon aber verletzt werden. In dem Fall solltest du einen Trank geben. Yep. Das ist ganz wichtig. Okay, wen von beiden habe ich jetzt? Ah, das ist Tops. Yay! Einfach fabelhaft! Meins! Oh, kann ich das nicht irgendwie überspringen? Fangen Sie die zwei weiter so. Serie? Ist das so, wie man Shiny-Pokémon kriegt? Oh. Das ist eventuell was für off-stream oder für Livestreams, weil ich will nicht damit die eure Zeit hier verschwenden. Außer es wird ein dedicated Video nur darüber. Drei Taubsis im Team. Oh meine Güte. Oh, stimmt ja. Er hat gedacht. Hat er gemeint, wenn er Pokémon hat und so weiter. Ah. Trainerkampf. Knirps Axel. Axel Schulz? Ratz, ratz! Wer hätte es gedacht? Ein Überbau ruckzuck hieb. Wow, fast One-Shot. Das Radfratz wird ein bisschen komisch. Ich mag das nicht. Mal sehen, wie die restlichen Sachen jetzt aussehen. Ah, oh, die Musik. Erfahrungspunkte. Oh, schon Level 8. So kann man wenigstens jetzt ohne Bedenken trainieren. Weil sonst musste man auch sonst immer in den ganzen Spiel aufpassen, dass man sein Anfangs-Pokémon nicht übertrainiert und die ganzen leicht zu fangenden Pokémon alle auf einmal One-Shot und man kann nichts mehr fangen. Jetzt ist das ja vollkommen... Oh, ich krieg Pokebälle? Geil. Jetzt muss man darauf ja gar nicht mehr achten. Wow. Das ist cool. Oh nein, da bist du schon wieder. Hey,
du strahlst ja richtig über beide Ohren, Makoto. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen. Coole Sache. Okay, ich wollte dir doch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für... Ja, ich weiß, was Pokémon Center ist. Nee. Ich war da schon drin, also. Wir haben übrigens 360 Grad Bewegungen. Du brauchst dich nicht... Brauchst dich nicht 90 Grad Bewegungen drehen, ey. Okay, was haben wir hier? Pokémon Center fit machen? Yep. Ich finde es immer noch cool, dass sie die Sprites dafür benutzt haben. Wie in den GBA-Teilen. Wir sehen uns bald wieder. Genau, wir sehen uns bald wieder. Warte mal. Ich guck mal kurz, was hier im Shop ist. Pokémon-Markt. Oder Pokémarkt? Ja, Pokémarkt. Okay. Hi. Ah, ich find cool, wie es hier alles so aussieht. Ah, das sind sogar Premierbälle. Ah. Ach stimmt, wenn ich glaube ich 10 Pokébälle kaufe, kriege ich immer gratis mit dazu. Ich will etwas kaufen. Zeig mir, was du hast. Pokébälle, Tränke, Gegengift. Ja, Gegengift wäre nicht so das Schlechteste. Nehmen wir 10 Stück. Feuer, Eis, Aufwecker, Paraheiler. Zum Wunschlos glücklich, danke. Ah, hier sind Jason und James auch weg. Better City, die immergrüne Paradies. Wo geht's hier lang? Ah, ich muss jetzt Zerschneider haben. Ah, Mist. Ach ja, genau, kann man ja hinten auch lang. Also ist die Karte mehr oder weniger identisch? Oh! Okay! War ein Trank. Im Busch versteckt. Wieso hast du mir nichts gesagt, Evoli? Aber ging es hier nicht zur Siegestraße? Route 22, ja. Oh, ein Habitak! Komm her! Ein wildes Habitat wahrscheinlich. Ah, Mist. Dunk. Boing. Eins. Ich hab einen Habitak. Ich hab einen Habitak, yeah. Ja, ich werde eins von den Taubsis wegschicken. In großen Höhlen fällt ihm das Fliegen schwer, allerdings kann es pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Das Habitat des Habitak. Okay, wartet mal. Warte. Pokémon Box. Okay, dich will ich behalten. Bericht. Okay. Wie kann ich dich wegschicken? Wie kann ich dich in einen Bonbon verwandeln? An derselben Stelle. Ah, ich muss dich erst aus dem Team rausnehmen. Okay. Oh, warte. Vielen Dank für diesen Transfer. Bringt meine Forschung sicherlich voran. Zum Dank gehört mir eine Belohnung, die meinen trainierten Pokémon helfen wird. Sie wird sie stärker machen. Ein Flakbonbon. Okay. Du
es mir bisher ein weitergeschickt. Weiter so. Ah, okay. Verschicken wir sie dann. Jetzt verstehe ich. Je nachdem, was du für ein Pokémon wegschickst, kriegst du eine andere Art von Bonbon. Ach, halt. Das wollte ich nicht wegschicken. Will ich nicht wegschicken? Ich will dich ins Team holen. Bonbonglas. Initiative plus 1, Angriff plus 1. What? Das ist cool eigentlich. Das ist wirklich cool. Also noch ein Anreiz dafür, so viele Pokémon zu fangen. Weil je mehr du wegschickst, umso mehr Bonbons kriegst du, umso stärker kannst du deine Pokémon machen, abgesehen vom Leveln. Aha! Ich habe aber nur ein Pokéball gesehen. Wieso sind da fünf? Ich meine, mir ist das egal. Ich nehme meine Pokébälle, die ich finden kann, aber... Okay. Ach, ich weiß nicht, ob ich Evoli würde ich die Kappe auflassen. Oder so. Ein Nidoran männlich! Oh mein Gott! Oh! Gib mir! Nidoran! Oh Mann! Ist doch nur Level 3, ist mir egal. Funk! Einfach fabelhaft! Eins! Ah! Super! Heck yeah! Es stellt seine großen Ohren auf und Umgebung zu überwachen, droht Gefahr, greift ihm seinen Giftstachel an. Er sieht so gut aus. Ah, oh, oh, oh. Oh, HD-Pokémon! Ah, cool. Sweet! Jetzt kann man warten, Nidoking zu haben. Du bleibst erstmal da, ein Gift-Pokémon, das schreit doch hier rechnen auf meinen Namen. Dadurch, dass ich hier keine Unlicht-Pokémon haben kann, sind hier sozusagen meine Lieblingstypen Feuer und Gift. Das ist sogar eins meiner Lieblings-Pokémon. Oh nein, ich bin schon wieder. Mein Lieblings-Pokémon in Sonne und Mond sogar beschreibt. Wo ich mir den englischen Namen nur merken kann. Salassel. Wie heißt es denn jetzt? Eidechsen-Pokémon, wo sie nur die Weibchen weiterentwickeln können. Ach ja, genau, hier willst du schon wieder gegen mich kämpfen. Du willst schon wieder verlieren? Trainer Blab. Er hat einen Tupsi. Ruckzuckieb. Wir müssen das Pokémon wechseln. Weiter kämpfen. Ah, gut, dass das merkt, über welche Attacke ich war. Ja, du bist dein Donnerschock. Ich meine, okay, gut, wenn ich... Oh, das ist ein Falltreffer. Aber wenn ich die Pikachu hätte, hätte ich wahrscheinlich auch Donnerschock und so weiter gemacht. Donnerschock und Spuckzug die ganze Zeit nur. Get wrecked, bitch. Ah, noch ein Ruckzuck-Hieb. Da bin ich alles für. Trainer Blab wurde besiegt. Da guckst du schlecht, Loser. Gib mir dein Geld.
Geld regiert die Welt. Warte mal, komm, ich sehe, du bist Pokémon-Liga. Nein, du bist eine Lusche. Du kommst hier nicht weiter. Wieso sind hier keine Pokémon? Oh, ich wollte schon sagen, wir sind hier keine Pokémon, ne? Nidoran! Boink! Yeah, meins! Einfach wunderbar. Aber waren nicht hier hinten eigentlich, Mankeys? Reit Level 9. Damit erreicht Level 5. Wir waren männlich erreicht Level 4. Das ist wunderschön. Na gut, okay, die lassen mich hier sowieso nicht rein. Aber das wundert mich eigentlich, dass ich hier kein Mengi bisher gesehen habe. Radfratz, Habitak und Nidoran männlich. Okay. Also ein bisschen was geändert müssen sie also haben. Ah. Okay. Au! Au! Arena, 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 Arena. Hallo, alter Mann. Ach, das stimmt ja, das ist. Oh, das ist die letzte. Stimmt ja. Ach, und wieder hier. Route 2, Route 2. Hier ist noch ein Knorfenser. Komm her! Ein Hornliu! Kleines derpiges Ding, du! Waren gerade viele Ds. Funk! Haha! Eins, zwei, guten Dinge sind drei. Eins. Auf Mornio gefangen. Woo! Da, 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 da. Weil das jetzt jedes Mal? Keine Ahnung. Wenn sich ein spitzer Stachel ist, versteckt sich im Bodengras sowie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Bis es von einem Knuffen selber gefressen wird. Hey, und da haben wir sogar. Zwei sogar, wow. Ach, kommt her. Oh. Yay! Yeah. Gut, wenn ich bei Pokémon Go so viele schwache Pokémon begegnen würde, würde ich sie auch mit jedem mal fangen, ey. Oh, Wickel. Okay, das kann gut werden. Vor allem, wenn ich euch wegschicke, kriege ich dann Stärke-Bonbons. Der Naturtalent! Sagt derjenige, der schon locker drei Pokébälle verballert hat. Ah, Nidoran! Yes! Ich will meine Pokémon OP machen, ey. Woo! Eins, zwei, alle guten Dinge sind drei. Meins! Wow! Level 6. Giftstachel! Das müsst.
Mich wundert es eigentlich, dass es Giftstachel, Giftstachel nicht von Anfang an hat, weil der Stachel ist doch auf seinen Kopf. Ist angewachsen. Ha. Nee, ich hab keinen Bock, Taubsies zu fangen. Was haben wir hier? Kleine Mädchen. Wenn Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie Cell-Pokémon haben, machen viel mehr Schaden. Was? Oh, dann wie es selber hat. Aha! Das ist eine Pokémon Go-Technik. Dass wenn du einen Normaltyp-Pokémon hast und du benutzt eine Normaltyp-Attacke. Dass es dann stärker wird. Okay, gut. Oh, die Musik kenne ich. Der Verdania Wald. Oh, ich seh da gleich ein, Sachkorn. Oh, oh. Dich habe ich komplett übersehen gerade. Lass uns kämpfen. Hobby! Ich finde es irgendwie immer noch ein bisschen, komisch zu sehen, Raupi mit einer... mit einer grünen Nase, weil ganz am Anfang war sie genauso gelb wie der Bauch. Dann über die Jahre haben sie dann irgendwann geändert, dass die Nase oder der Mund irgendwie auch grün ist, wie der Rest des Kopfes. Ich war ein Fehler, Raupi einzusetzen. Es war ein Fehler, mich herauszufordern. Oh. Oh, ein riesiges Confensor. Oh. Oh, was habe ich gesagt? Habe ich gerade eine Sananabeere gekriegt? Ah, oh, wie cool. Großartiger Wurf. Okay, das ist schon für uns, das ist aber schon Level 9. Oh, Doppelkick! Was ist das denn? Ja, gib mir Doppelkick. Das kannst du normalerweise gar nicht lernen. Heuler. Heuler kommt weg. Diese Attacke vergessen, ja. 1, 2 und schwupp. Heuler vergessen und lernt Doppelkick. Ich glaube, riesige Pokémon geben auch mehr Erfahrungspunkte. Wenn ich das jetzt hier richtig interpretiert habe. Das ist cool. Ah, das ist ein Hoppy. Ah, drei Himbeeren. Ja, damit. Hoppy. Hoppy ist verschwunden. Ah. Das Raupi. Und wenn das Raupi erscheint. Level 5 und es ist schon ein gelber Kreis, okay. Yeah. Wah! Es ist ein Raupi und ich muss eine Himbeere benutzen. Was für ein Geier? Ich mag dich nicht mehr. Oh! Ich hab dich gar nicht als Trainer gesehen. Hast du ein großes Pikachu dabei? Nein, das ist ein Evoli, du dumme Nuss. Was kriegst du nicht? Eine Göre, so klingst du auch, wenn du sprichst.
Komm her, Beach. Doppelkick. Heck yeah! Nimm das! Irgendeine Ratte. Kann doch nicht wahr sein. Ja, du Göre. Ja, gib mir deine Bälle. Oh. Yay, Pokebälle. So. Du bist der Auserwählte. Das war noch größer. Noch stärker als der andere vorher. Ah! War der Wurf nicht weit genug? Okay. Aha! Das Robby ist jetzt meins. Du bist jetzt der Auserwählte. Ich nenne dich Anakin. Robby! Berührt man die Fühler auf seinen Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. What? Das ist mir neu. War das schon immer so? Trainer Battle! Woo! Oh, die sind mit dem Ronlio. Also, mal sehen was. Ja, im Grunde ist es so einfach. Ruckzuck gib! One shot! Ich bin so okay gerade. Evil die 2 pay, please nerf. Oh, ich sag den deutschen Namen und den Rest auf Englisch. Yay, ich bin so cool. Ich bemerke gerade, hab keine Zeit mehr. Muss der Waldheld warten. Und ich glaube ich, seit ich angefangen habe, nicht mehr gespeichert. Wups. Speichern geht so schnell, das ist super. So. Da haben wir Evoli. Spielen wir noch ganz kurz. Wie, jetzt magst du das nicht mehr? Sie mag die Schwanzspitze! Komm her, Süße. Happen. Yay! Das ist so süß. Okay, gut. Dann mit den süßen Evoli werden wir dann sozusagen Schluss machen. Wow! Okay, der Anfang ist schon mal cool, definitiv. Evoli ist absolut das süßeste Ding, was ich mir vorstellen kann. Ich weiß schon, warum ich das genommen habe über Pikachu. Und, die Ohren! Die Ohren! Okay, dann. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, mit was ihr anfangen würdet. Ob nun Pikachu oder Evoli. Welche von den drei Standard-Startern hier halt Lumanda, Shigi und Bisasam, welche ihr normalerweise nehmen würdet? Mein Fall wäre es natürlich ein Glumanda. Ich mag sie bei etwas hart. Weil Bisasam und Shigi werden in den ersten Arenen sogar ein bisschen zu OP. Es schläft auf meinen Armen. Süß, süß. Dann. Ja, schreibt mal in die Kommentare runter, was ihr davon haltet. Was ihr bisher von dem Spiel so haltet. Ob ihr euch das selber geholt habt. Ob ihr es holen wollen würdet. Und. Wir sagen nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen.